Ein Mahnmal in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Es erinnert an das Massaker von Babi Yar, die größte Massenerschießung des Zweiten Weltkriegs. Im September 1941 ermordeten Deutsche am Rande einer Schlucht bei Kiew fast 34.000 Juden, Frauen, Kinder und Greise. Die mittlerweile 78-jährige Raisa Maistrenko ist eine der wenigen, die das Massaker überlebt haben. Es war chaotisch. Die Leute wurden zusammengeschlagen. Kinder wurden von ihren Müttern getrennt. Es gab große Aufregung. Viele haben geweint und geschrien. 2 Tage dauerte das Grauen in Babi Yar. Nur 29 Menschen überlebten, viele, indem sie sich totstellten. Raisa Maistrenko war damals 3 Jahre alt. Nur mit Hilfe ihrer Großmutter entkam sie dem Gemetzel. Sie rannte im Zickzack zum Friedhof und sie fingen an, auf uns zu schießen. Aber Gott sei Dank haben sie uns nicht getroffen. Meine Großmutter rannte, solange sie konnte. Sie haben weiter auf uns geschossen. Aber mit Gottes Hilfe sind wir irgendwie am Leben geblieben. 18 Familienmitglieder hat Raisa Maistrenko durch das Massaker von Babi Yar verloren. Bis heute kann sie die Bilder der Toten nicht vergessen.